Ich freue mich jetzt sehr. Dankeschön. Danke. Ich freue mich jetzt sehr, Frau Professor Paul Weber auf die Bühne zu bitten. Die Innenstadtkoordinatorin, die ganz viele dieser Fäden, von denen wir eben gehört haben, in den Händen halten wird. Bitte. Danke, Julian Petrin. Guten Abend, Frau Senatorin, Herr Bösinger, BBSR, Mitglieder des Runden Tisches des Bürgermeisters und alle Interessierten. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass so viele Menschen da sind, die sagen, unsere Innenstadt, wir wollen was tun, weil darum geht es. Verborgen ist nämlich nicht nur, was hinter Mauern ist. Verborgen kann auch sein, was völlig offen liegt und wir einfach nicht sehen. Und deshalb brauchen wir ganz viele Augen, die gucken und die auch darüber reden, was sie gesehen haben und sich verständigen, wie wichtig das ist für die Hamburger Innenstadt. Und dieses Reden ist Teil eines Kommunikationsprozesses. Und deshalb stehe ich jetzt hier. Meine Aufgabe ist, als Koordinatorin, Sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und nicht nur Sie alle, das ist schon schwierig genug, sondern alle die, die für die Hamburger Innenstadt etwas wollen. Und das sind vermutlich noch weit mehr. Meine eigene Erfahrung aus solchen Prozessen ist, dass wir, ich bin Stadtplanerin, uns überlegen können, was richtig wäre, aber wenn es funktionieren soll, dann brauchen wir die Menschen, die darin leben, damit sie zeigen, ob es so geht oder ob es anders gehen muss. Und deshalb freue ich mich auf einen Kooperationsprozess. Ich soll mich kurz vorstellen. Ich heiße Elke Paul Weber, ich bin Universitätsprofessorin und habe schon gesagt, ich bin Stadtplanerin und ich bin Hamburgerin. Und ich konnte nicht Nein sagen, als ich gefragt wurde, haben Sie Lust, sowas zu machen für die Innenstadt? Und ich glaube, ein Stück weit sitzen Sie alle deshalb hier. Wir haben eine so schöne Innenstadt. Ich weiß, dass schön überhaupt kein definierter Begriff ist und Kunsthistoriker sind da sehr kritisch, wenn wir diesen Begriff nutzen. Aber so ein Gefühl, nicht nur die rationale Einsicht, man braucht einen zentralen Mittelpunkt in der Stadt, sondern dieses Gefühl, es ist etwas besonders Schönes, für das wir uns einsetzen können. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass es die Bundesförderung gibt, um Spielgeld zu haben, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es Hamburger Haushalt in verschiedenen Behörden und natürlich ist die Entwicklung der Innenstadt nichts, was nur mit dem Bundesgeld gemacht wird. Aber verschiedene Dinge, die man auch schnell entscheiden muss und kann. Frau Stapelfeld hat gesagt, wir können noch gar nicht alles sagen. Wir wollen es auch gemeinsam entwickeln. Dafür braucht man so etwas. Und ich freue mich, dass wir das dann auch haben. Und ich bin dabei nicht die, das konnten Sie schon aus der Zeitung entnehmen, die die Macht hat und das Geld und sagt, so wird's gemacht und nicht anders. Sondern ich bin die, die alle ihre Interessen aufnehmen soll. Ich weiß nicht, wie viele Ohren ich dafür brauche. I do my very best. Wir haben ja bald Silvester. Und sie miteinander ins Gespräch bringen. Meine Funktion ist, all das, was es schon gibt, und es gibt unendlich viel in und für die Hamburger Innenstadt, so zusammenzubringen, dass wir, um es neudeutsch zu sagen, synergetische Effekte haben. Ich bin dabei dann auch Moderatorin eines dialogischen Prozesses, denn Dialog ist das, was wir dafür brauchen. Und bin eine Schnittstelle für die Übermittlung von Bedarfen, was brauchen wir wirklich und wie können wir es umsetzen. Und dafür gibt es auch den runden Tisch Innenstadt unseres ersten Bürgermeisters. Sie sehen hier ein Foto der ersten Sitzung am 15.06. dieses Jahres. Damals habe ich begonnen und seitdem
mit vielen Mitgliedern des Runden Tisches und weiteren Gespräche geführt und eine Fülle von Erkenntnissen erlangt. Eine Fülle von Erkenntnissen zu unserer Innenstadt. Und Sie haben es schon gehört, die Innenstadt, das ist die Altstadt und die Neustadt und die Hafencity. Das ist unsere Innenstadt. Und durch die Neuentwicklung der Hafencity hat sich das, was Innenstadt ausmacht, noch mal ein bisschen verschoben. Davon nicht betroffen ist das Schöne, der Schwarm, die Innenstadt. Das bleibt. Aber die Zukunft wird sein, die unterschiedlichen Funktionen, die in diesen drei Teilen dort vorhanden sind, auch gut miteinander zu verknüpfen. Und wir haben es eben schon gehört, es ist durch die Corona-Zeit ein bisschen Ruckeln in Innenstadtentwicklung gekommen. Aber wir stehen im Moment an einer Schwelle, wo ich fürchte, das Ruckeln ist noch lange nicht zu Ende. Also wie wir weiterentwickeln können in Zeiten eines Krieges in Europa, in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit, das wird eine Herausforderung sein. Und deshalb bin ich umso froher, dass wir das Projekt Verborgene Potenziale haben und dazu miteinander ins Gespräch kommen können. Als erste Ergebnisse aus meinen Gesprächen kann ich Ihnen sagen, eines war für alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wichtig. Die Innenstadt ist ein Ort von Gemeinschaft. Wir haben die Innenstadt als zentralen Standort und Treffpunkt für alle. Auch übereinstimmend Einzelhandel in den 1A-Lagen, die sich in allen drei Teilen befinden. Die in Altstadt und Neustadt kennen wir, die in Hafencity werden wir noch kennenlernen. Es ist ganz sicher, dass alle Partnerinnen und Partner sagen, Einzelhandel in diesen 1A-Lagen wollen wir sichern und weiterführen. Es ist auch sicher, dass alle sagen, als Orte der Gemeinschaft brauchen wir mehr Funktionen. Welche das im Einzelnen sind und wo sie wohl ihren Ort finden, darüber gibt es bei den Partnerinnen und Partnern meiner Gespräche keine Einmütigkeit. Auch nicht zum Thema Wohnen, auch nicht zum Thema produktive Stadt. Welche Branchen können sich überhaupt in der Innenstadt finden, wenn man zum Beispiel an Handwerk denkt und welche nicht? Das ist eine Aufgabe, das herauszufinden. Es gibt auch Einmütigkeit darüber, dass man die Innenstadt gut erreichen können muss. Aber wie? Darüber gibt es keine Einigkeit. Wir haben einen hervorragend ausgebauten ÖPNV. Darauf setzen ganz viele. Aber viele sagen auch, wenn ich nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren kann, dann kaufe ich dort auch nicht ein. Wie schaffen wir die Perspektive für Erreichbarkeit und Mobilität? Was auch einmütig ist, ist, dass die Stadt ein Identitätsraum ist. Es ist unsere Innenstadt. Dazu gehört zum Beispiel die Sichtbarkeit von Wasser erhöhen. Das sagen alle. Aber wie es erfolgen soll, darüber gibt es nicht Einheitlichkeit. Und zur Nutzungsvielfalt habe ich eben schon gesagt, dass es das nicht ganz einheitlich gibt. Kooperation, sagen alle, müssen wir machen. Ich frage mich, Hamburg hat als erste deutsche Stadt gezeigt, wie Kooperation geht auf geschäftlicher Ebene mit den Business Improvement Districts. Könnten wir vielleicht die erste sein, die auch zeigt, wie es über die geschäftliche Ebene hinausgeht, welche Wege wir da finden können? Das ist auch eine Aufgabe. Das alles können wir in verborgene Potenziale machen. Und ich alleine kann Ihnen gar nicht sagen, was das ist, denn ich war überhaupt noch nicht hier, als man sich überlegt hat, wollen wir uns bewerben um dieses Bundesprogramm? Womit eigentlich? Und was haben wir eigentlich schon? Ich war nicht dabei, es ist nicht mein Verdienst.
Es ist das Verdienst der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Und da habe ich jetzt zwei Partner, die mit mir zusammen Ihnen erzählen, was wir da vorhaben, nämlich Herrn Göwert und Herrn Weber. Und ich bitte Sie beide mal eben zu mir auf die Bühne zu kommen. Wollen wir uns setzen? Geht das? Ja. Setzen wir uns auch, ja. Ja, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Wir fangen nicht bei Null an. Die Innenstadtentwicklung ist schon lange eine Aufgabe, welche Grundlagen haben wir eigentlich und was hat den Ausschlag gegeben, Mittel zu beantragen, Herr Göwert? Ja, ich glaube, ich muss gar nicht groß erklären. Wir sitzen ja eigentlich in so einem typischen Raum, der auch genug sagt, eigentlich ein aufgegebenes Kaufhaus. Es geht also um Strukturwandel. Wir hatten, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass wir diesen Förderantrag bei uns bearbeitet haben. Es ging darum, die allgemeine Lage der Innenstädte auch zu verstehen und darauf natürlich aufzusatteln und zu sagen, in Hamburg gab es ja schon ein Leitbild. Das Leitbild selber schaute schon auf den öffentlichen Raum, auf die Innenstadt als Wohnort, auf die Lagen des Einzelhandels zu stärken. Aber es ging auch in diesem Leitbild genau um Kultur und Begegnung und all die Ziele, die wir glücklicherweise dann in diesem Förderantrag auch wiederfanden. Projekte im öffentlichen Raum haben wir ja schon sehr gut bewegt. Dazu gleich Herr Weber noch kurz. Aber wir wollen natürlich dieses Programm nutzen, um diesen Strukturwandel gescheit zu begleiten in Hamburg. Und Frau Stapelfeld hat es ja eingangs schon gesagt, wir knüpfen am Handlungskonzept an. Es gibt Maßnahmen im öffentlichen Raum. Wir haben im Gertrudenkirchhof den öffentlichen Raum begrünt, aufgewertet. Wir haben in der Stadtwerkstatt im Mai, war es glaube ich, diesem Jahr über Mönckebergstraße, Steinstraße, Jungfernstieg informiert. Wir haben Verfahren im Kontorhausviertel und im Hopfenmarkt durchgeführt. Gestern war der Spatenstich im Bitt-Rathausquartier und genau daran anzuknüpfen, die Ziele 4 und 5, Nutzungsvielfalt und mehr Wohnen und das Gemeinschaftswerk daran mit diesem Förderantrag dann der BSW anzuknüpfen und genau diese Bausteine, die existieren, sinnvoll ergänzen und weiterzuentwickeln. Genau, an diese schon bestehenden Dinge soll verborgene Potenziale anknüpfen, nicht etwas weiterführen, was es ohnehin schon gibt, das dürfen wir gar nicht mit dem Geld, aber sich das Wissen zunutze machen und einen neuen Schritt tun. Und das Ganze soll als Gemeinschaftswerk erfolgen. Gemeinschaftswerk heißt, wir wollen einen Akteursdialog führen. Und wir wollen mit allen, die Interesse an der Innenstadtentwicklung haben, ins Gespräch kommen und ihnen die Möglichkeit geben, sich bei uns zu melden. Denn wir brauchen für die Zukunft Stadtentwicklung, die kooperativ erfolgt. Alle haben die Chance mitzuwirken. Was ist denn auf der organisatorischen Ebene für so eine Innenstadtentwicklung als Gemeinschaftswerk angedacht? Ja, wir wollen natürlich, wie schon vorhin von Frau Dr. Stapelfeld erwähnt, einen Leitbildprozess gemeinsam starten mit Ihnen und Ihnen allen diskutieren, und zwar einen lernenden Prozess, sagen wir mal, der aufbaut auf diesen ursprünglichen Zielen, der sich auch diesem stetig sich veränderten Umfeld anpasst. Und wir wollen natürlich auch gleichzeitig die Erkenntnisse aus der Praxis, also aus Projekten, die schon laufen, Projekten, die wir gemeinsam auch starten werden, in diesen Leitbildprozess mit einarbeiten und durch Pilotprojekte das Ganze vor Ort praktisch auch testen und auch im Dialog mit den Akteuren zusammen dieses Leitbild weiterentwickeln. Ja, das heißt, wir wollen so etwas wie Kaufhausgespräche machen, sowas wie heute, dass 300, 400 Leute in einem Kaufhaus sitzen und sich darüber unterhalten, was denn aus diesem Kaufhaus oder aus anderen Orten werden kann. Sie sind alle eingeladen, sich daran zu beteiligen. Wir werden das mit besonderen Formaten machen. Ich selbst habe das Urban Design Thinking entwickelt, also eine kreative Arbeitsmethode, die werden wir anwenden.
Und Herr Göwert ist ein Experte im Mapping. Das heißt, nicht nur denken, was wäre schön, sondern auch wo denn und wie ist es mit anderen Orten vernetzt. Das wollen wir mit Ihnen gerne machen. Und so ein Stück davon können Sie heute in den Arbeitsgruppen schon sehen. Wer ist denn überhaupt insgesamt an der Umsetzung beteiligt? Zentral auf Seiten der öffentlichen Hand natürlich die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung, wo verschiedene auch benötigte Kompetenzen jetzt für die Umsetzung liegen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium und natürlich zentral die Abstimmung mit dem Bezirksamt, also als zentrale Schaltstelle. Und wir greifen da auch auf bestehende Arbeitsprozesse zurück, die auch im Handlungskonzept schon angelegt sind, sei es jetzt übergeordnet eine Lenkungsgruppe Innenstadt, wo die Leitungen vertreten sind, als auch Koordinierungskreise, dass wir in den beteiligten Behörden und Dienststellen Ansprechpartner haben und Routinen, in denen wir die Dinge dann besprechen, bearbeiten und vorantreiben können. Stärkung der Nutzungsvielfalt, das haben Sie als ein zentrales Thema für die Entwicklung der Innenstadt schon gehört und es ist natürlich Planerdeutsch, Nutzungsvielfalt. Wir wollen gerne wissen, was Sie brauchen und was die Innenstadt Ihnen bieten kann. Das wollen wir in Zukunft gerne machen. Meine Erfahrung aus so co-kreativen Arbeitsprozessen ist, wenn wir wirklich rausfinden, was gebraucht wird, dann ist es nicht die Frage zu sagen, das macht die Stadt, das macht der Grundeigentümer, sondern die Frage ist, was können wir gemeinsam tun? Wie können wir uns beteiligen? Das wünsche ich mir sehr für die Hamburger Innenstadt. Weil nur so wird es ein Ort bleiben, der unser aller ist. Aber wie kommen unsere Ideen zur Nutzungsvielfalt denn eigentlich in die Umsetzung, Herr Göwert? Ja, also wir wollen natürlich, wie gesagt, ein paar Prototypen entwickeln, ausprobieren, zusammen auch. Wir haben uns gedacht, das sollte auf jeden Fall Kreativnutzung, wie jetzt hier auch schon in diesem Kaufhaus gezeigt wird, beinhalten, aber auch das Thema urbane Produktion und auch das Thema Wohnen natürlich ganz wichtig. Neue Wohnmodelle auch mal in der Innenstadt ausprobieren. Das Ganze wird natürlich auch so laufen, dass wir einen Aufruf nochmal haben, den wir im nächsten Jahr erstmal konzipieren. Wir wollen natürlich mit Ihnen zusammen auch Einzelprojekte natürlich über die Innenstadt hinweg entwickeln und zusammen durchsetzen. Und das Ganze sind also erstmal Experimente, temporäre Nutzungen sicherlich auch, aber es wird dann auch sich verstetigen und auch hoffentlich sich verfestigen und der Innenstadt längerfristig auch in ihrem Wandel begleiten. Das heißt, es wird von Seiten der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Ausschreibungen geben. Da muss man oder Frau, dann aufpassen. Wer kann da aufpassen und wer kann sich überhaupt bewerben? Im Grundsatz alle, die sich engagieren, das zeigt sich, glaube ich, auch heute, wie viele da sind, und Sie haben es auch einleitend gesagt, es geht um verborgene Potenziale, weil ich denke auch, dass es viele verschiedenste Interessensvertreter hier gibt, die sich schon engagieren und Dinge tun, die sind natürlich hier eingeladen und angesprochen, dass wir gemeinsam in so einem Akteursdialog im nächsten Jahr in Dialog gehen, die Synergien gemeinsam suchen, die haben Sie eben auch schon angesprochen, und schauen, wie kann man die Dinge zusammenbringen und dann auch zukunftsweisend sinnvoll ergänzen. Und es bietet jetzt auch die Möglichkeit, ein paar Dinge auszuprobieren und gemeinsam zu überlegen, welche Ideen, welche Experimente verdienen es auch vielleicht sich zu verstetigen, sind zukunftsfähig. Und dann insgesamt gibt es auch nochmal Informationsmöglichkeiten über die Homepage. Auch vorne gibt es eine Informationsstelle und auch ein E-Mail-Postfach, an die Fragen gestellt werden können, die wir dann auch gerne nochmal beantworten. Und da insbesondere über die Homepage halten wir über Beteiligungsmöglichkeiten und Veranstaltungen natürlich die Beteiligten auf dem Laufenden. Genau, Sie finden auf Ihren Stühlen die kleinen Kärtchen, auch mit den QR-Codes. Wenn Sie das nutzen, kommen Sie an die Stelle, wo Sie informiert werden können. Ich danke Ihnen sehr für diese Auskünfte und hoffe, Sie wissen jetzt, was verborgene Potenziale bringen wird. Danke schön.